zusammen und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 2. Wir waren im Wrack der Maria Doria und wir laden das mal. So, ich muss echt mal dieses Kabel unter meinem Schreibtisch lang verlegen. Wir brauchen eins Fackel. Bevor wir hier irgendwas machen, ziehe ich erstmal diesen Block. Ernsthaft? Warum kann ich das nicht nach hinten ziehen? Könnte... Really? Are you fucking kidding me? Für solche Aktionen hasse ich dieses Spiel. Oh, hier ist eine Tür. Die ich schon aufgemacht habe. Ja. Oh Gott! Also für solche Aktionen hasse ich jetzt ziemlich dieses Spiel. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich hier lang muss. Vielleicht da, nein? Nee, hier ist ja nicht mal ein Loch. Lol. Oh Gott. Scheiße? Fuck? Hä? Es fängt schon wieder gut an. Das Spiel verwirrt mich. Ich weiß ja nicht mal, wo ich hier hin muss. Mich würde so mal interessieren, warum die Haie so aggressiv sind. Ist ja nicht so, als wenn hier auch andere Fische, die Haie fressen könnten und so. Ey, du Sack. Wenn die Kamera sich nach hier dreht, dann muss da auch hier irgendwas sein. Hä? That's not cool. Vor allem, wenn ich gleich tot bin. Das gibt's doch nicht. Hä? Ja, komm, friss mich, du Sack. Aber hier draußen muss doch irgendwas sein. Oh Gott, ich habe gerade mega den nervigen Ohrwurm von diesem komischen Not My Fault, oder wie das heißt, von diesen komischen hier Zwillingen da. Ich finde die Abedo total nervig. Wenn ich die auf der Straße sehen würde, würde ich die wahrscheinlich wegschubsen. Einfach aus Prinzip. Wegboxen macht sich bei den zwei nicht gut. Ich würde ihm wahrscheinlich einen Arm brechen, wenn ich sie schubsen würde. Boxen meine ich.
Hä? Kamera? Hier, sag ich doch, hier ist nichts. Ich nehme alles zurück. Aber okay. Dann ist hier halt ein Secret. Und wir können mal zwischenspeichern. Ja. Gut, dass ich zwischengespeichert habe. Ja, ey, was? Hä? Ach ja, Bugs sind schon sowas Dolles. Vor allem, wenn die Bugs dich umbringen. Sowas Beknacktes. Euer Säcke. Ach, da ist ein Schlüssel. 9. Ich habe nach einem Schalter gesucht und dann ist es bloß ein Schlüssel. I feel a bit trolled. Oh Gott, ich hoffe, ich schaffe das. Aber gut zu wissen, dass es kein Schalter, sondern ein scheiß Schlüssel ist. Das könnte knapp werden. Oh, knapp. Und speichern. Und eine Fackel, weil ich hier drin nichts sehe. Und wenn ich nichts sehe, dann seht ihr erst recht nichts. Die gute Frage ist, wo muss ich den Schlüssel... Hat sich das dann auch geklärt? Wie heißt denn der Schlüssel überhaupt? Kabinenschlüssel, wow. Sehr einfallsreich. Okay. Wow. Einfach nur wow. Wow. Wirklich. Ich bin so begeistert. I love this game for being so stupid. Ich hoffe mal, das ist keine Zeitsteuertür, sonst könnte das jetzt eventuell aber auch nur so ein ganz kleines Problemchen werden. Boah, ist mir kalt, ey. Ist unglaublich, ich bin voll die Frostbeule heute. Ey! Someone call my mama, call her in the drama, telling them it's not my fault, not my fault, not my fault. Hey! Ach, fick dich doch, ich weiß doch, dass er der Schlüssel war.
Hä? Bin ich blind? Ach hier. Nicht. Hä? Es kann ja nicht weg sein. Oh ne, jetzt ist mein Fuß eingeschlafen. Oh, das ist gerade ganz unpraktisch. Mann! Wie kann ich bloß so dermaßen hohl sein und dreimal ins selbe Loch fallen? Das sind so Dinge, die frage ich mich jedes Mal. Aufs Neue. Aber hinten war ja nur das Loch zum Neispringen. Aber wo ist denn das? Ich verstehe es nicht. Scheiße. Why I don't find the hole. Machen wir mal nochmal den Schalter und Luft. Irgendwo hoch. Aha. Das macht das Ganze kein Stück leichter, weil ich immer noch dumm as fuck bin. Ich bin gerade so orientierungslos wie Zorro. Now push forward and press the action button. I am Cypher.